Jupp. Alrighty, here we go. Another day, another product. And this time, it's goo. The two New York cheesecakes. Yeah, this is like the packaging, what the package looks like. And it says vanilla fresh cheesecakes. Okay. And so it's glasses with aluminium lid. The sounds it makes are really strange. Anyways, one lid is bended and one not. Let's not overthink this. Open one up. I'm not quite sure how to eat. I eat now with spoon. Is there a direction how do you eat this? Whatever, let's do it. No, there is no direction. Oh. Oh, this is just unbelievably nice. Oh, it's like very intense cinnamon. This is addictive, definitely. Yeah, this is very cakey, very soft, it's very smooth, but at the same time the cinnamon makes it kind of aggressive. Also strange, but cool. Yeah? Especially the cake here, or whatever this is, so delicious. So, in the second one, yeah, definitely been awesome. Okay, my friends, nothing more to say. I hope you liked this video. Thanks for watching. So, das ist von Gü, der New York Cheesecake. Und das schmeckt wirklich lecker. Das war schon. Das muss man sich reinschlingen, da wird man süchtig. Ist jetzt mit. Cinnamon, würde ich zumindest sagen. Also es ist ein Cinnamon auf Deutsch, aber ja. Zimt. Ja, es ist mit Zimt, würde ich sagen. Das ist ein bisschen aggressiv, das Zimt, aber alles andere ist halt... Oh, es ist, irgendwie macht das auch was aus, dass es cool ist. Ist ein bisschen komisch, aber es ist irgendwie übelst cool. Ja, diese Substanz in Kombination mit dem Zimt und dann in Kombination mit diesem Teig hier unten. Sehr nice. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das isst. Ich löffel das jetzt einfach aus. Ich denke mal, so ist das auch gemein. Ja. Ja, lecker. So, alles aufgegessen. Ein Glück, dass es nur so zwei Portionen waren, sonst würde ich jetzt hier alle essen, die da sind. Ja, definitiv das Win. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.